Willkommen zu diesem Vortrag, das Weltall im Sandkorn auf deiner Hand. Der Titel hat mich einigermaßen erschreckt, obwohl ich ihn selber gewählt habe. Ich glaube, ich habe schon verschiedene Vorträge auf diese Weise angefangen. Es läuft immer wieder die gleiche Geschichte bei mir. Ich bin fasziniert von irgendeiner kurzen Zeile, denke, daraus lässt sich ein Vortrag machen, es wird im Programm gedruckt. Und dann, wenn die Zeit näher rückt, frage ich mich, was fängst du damit an? Was hast du dir denn eigentlich damals gedacht dabei? Und so ist es mir auch gegangen, als ich jetzt in den letzten Tagen mich mit dem Thema dieses Vortrages zu beschäftigen begann. Ich hoffe, dass das, was da rausgekommen ist, doch dann auch einigen Sinn macht. Also, das Weltall im Sandkorn auf deiner Hand. Zu Beginn ein indianisches Gedicht. Ich bin ein Fels. Ich habe Leben und Tod gesehen. Ich habe Glück erfahren, Sorge und Schmerz. Ich lebe ein Felsenleben. Ich bin ein Teil unserer Mutter, der Erde. Ich habe ihr Herz an meinem Schlagen gefühlt. Ich habe ihren Schmerz gefühlt und ihre Freude. Ich lebe ein Felsenleben. Ich bin ein Teil unseres Vaters, des großen Geheimnisses. Ich habe seinen Kummer gefühlt und seine Weisheit. Ich habe seine Geschöpfe gesehen, meine Brüder, die Tiere, die Vögel, die redenden Flüsse und Winde, die Bäume, alles, was auf der Erde und alles, was im Universum ist. Ich bin mit den Sternen verwandt. Ich kann sprechen, wenn du zu mir sprichst. Ich werde zuhören, wenn du redest. Ich kann dir helfen, wenn du Hilfe brauchst, aber verletze mich nicht, denn ich kann fühlen wie du. Ich habe Kraft zu heilen, doch du wirst sie erst suchen müssen. Vielleicht denkst du, ich bin bloß ein Fels, der in der Stille daliegt, auf feuchtem Grund. Aber das bin ich nicht. Ich bin ein Teil des Lebens. Ich lebe, ich helfe denen, die mich achten. Noch einmal ein paar Zeilen aus diesem Gedicht. Vielleicht denkst du, ich bin bloß ein Fels. Ich bin mit den Sternen verwandt. Meine Brüder, die Tiere, die Vögel, die redenden Flüsse und Winde, die Bäume, alles, was auf der Erde und alles, was im Universum ist. Ich lebe ein Felsenleben. Ich helfe denen, die mich achten. Texte, Gedichte wie dieser sind in. Die kommen gut an. Und ich glaube nicht immer aus den besten Gründen, aber auch aus guten Gründen. Sie sprechen eine Sehnsucht in uns an, eine Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit, vielleicht sogar nach Heimat, etwas, was uns verloren gegangen ist. Ein Versprechen, das wir wieder einlösen möchten. Ein Versprechen, wo wir eine ganz schwache Ahnung vielleicht haben, da gibt es irgendetwas, aber ich erlebe es nicht so. Überall wird heute geredet von Ganzheit und Ganzheitlichkeit, von systemischem Denken, die Begriffe sind teilweise sehr verstiegen, von Interdependenzen, vom ökologischen Bewusstsein und eine ganze Stimmung, eine ganze Mode, aber ich denke nicht nur eine Mode, geht dahin, diese Art von Einheit, von Verbundenheit, von Zusammenhang, von Integration wieder zu erfahren. Nur, wann erleben wir das? Wann fühlen wir, wenn wir Dinge betrachten, oder Menschen, oder Tiere, wann fühlen wir den Puls ihres Daseins gemeinsam mit unserem Schlagen? Wann tatsächlich erleben wir ganz tief, ganz real, diese Verbundenheit und gehen über den bloß schönen Gedanken, dass das ja alles wahr ist, hinaus. Mir geht es sicherlich oft so, dass ich letztlich doch nur ein Sandkorn sehe und kein Weltall. Da ist ein Sandkorn und das kann ich abschütteln. Oder ich sehe einen Baum, aber nicht den Wald. Ich sehe das Einzelne, aber nicht den Zusammenhang. Immer wieder erlebe ich mich getrennt, spüre mich isoliert, abgeschnitten, allein, wie auch immer. Es gibt auch in der buddhistischen Tradition ein Bild für diesen Zusammenhang, ein Bild für dieses vielfältige Ganze, in dem jedes Teil mit jedem anderen Teil verbunden ist, jedes Teil alle anderen beeinflusst. Und dieses Bild ist Indras Netz. Indras Netz beschreibt den ganzen Kosmos, stellt den ganzen Kosmos, das ganze Universum mit unendlich vielen Milliarden Welten, wie es oft gesagt wird, als ein riesiges Netz dar. Ein riesiges Netz, das aus lauter Juwelen
aus lauter geschliffenen Edelsteinen besteht. Und jeder Edelstein, jedes Juwel, ist mit allen anderen verbunden. Das heißt, von jedem Juwel aus geht zu jedem anderen eine direkte Verbindung. Und in jedem Juwel spiegeln sich alle anderen Juwelen. Also in jedem Juwel, in jedem Sandkorn, ist das gesamte Weltall enthalten. Wenn man ein Juwel berührt, gerät der ganze Kosmos in Bewegung. Wenn ein Juwel zu funkeln beginnt, leuchten alle anderen Juwelen tiefer. Dieses Bild von Indras Netz spricht vielleicht genau von dem Gleichen, wovon das indianische Gedicht, das ich eingangs vorgelesen habe. Es ist ein schönes Bild, aber es ist keine praktische Anleitung. Es hilft mir nicht, über die Freude an dem Bild hinaus, das auch zu spüren, das zu erleben. In mir selber, alle anderen Juwelen, alle anderen Personen, alle anderen Wesen, die ganze Welt zu erleben. Und in jedem von euch ebenso. In dem indianischen Gedicht hieß es, ich habe die Kraft zu heilen, doch du wirst mich suchen müssen. Und ich helfe denen, die mich achten. Nur wo und wie können wir suchen? Was müssen wir tun, um zu achten, um diese Verbundenheit zu erleben? Der Buddha Ratnasambhava, dem dieser Vortrag in gewisser Weise gewidmet ist, wie diejenigen von euch wissen, die den kurzen Text im Programm gelesen haben, der Buddha Ratnasambhava zeigt einen Weg zu diesem Leben und Wirken in Verbundenheit. Zu einem ganz tiefen Spüren unserer Verwandtschaft mit allem anderen. Ein Weg zu vollkommener Integration. Und sein Weg, und das ist vielleicht für manche, die sich mit Buddhismus etwas beschäftigt haben, ist ein ganz ungewöhnlicher Weg, nämlich ein Weg der Ausdehnung. Man wird selbst, wenn man so will, so groß, so umfassend, dass man das gesamte Universum einschließt. Und das gesamte Universum ist weitaus mehr in buddhistischer Vorstellung als das, was wir normalerweise darunter verstehen. Das Universum, alle Welten werden ich. Also Ratnasambhavas Weg, könnte man etwas zugespitzt sagen, ist der Weg groß, statt gut zu sein. Und zugleich ist es ein Weg reich, statt arm zu sein. Der Name Ratnasambhava heißt der Ursprung von Juwelen, der Ursprung des Reichtums, wenn man so will. Der Ursprung des Kostbarsten, was es in der Welt gibt. Ein Ratna ist ein Juwel und steht halt für all das, was wertvoll ist, für all das, was sehr kostbar ist. Der Name kann auch übersetzt werden, der Spender oder Bringer von Juwelen. Also Ratnasambhava ist gewissermaßen die Quelle alles Reichtums und Ratnasambhava gibt all den Reichtum. Sein Weg ist der Weg, groß und reich zu sein. Kein Weg der Selbstzerstörung, kein Weg der Selbstvernichtung, kein Weg der Armut, des Entsagens, des immer weniger Habens. Und vielleicht ist diese Vorstellung, groß und reich zu sein, für uns im Westen ziemlich attraktiv, weil sie entspricht ja doch ziemlich stark auch den Werten, die wir von früher Kindheit an schon gewissermaßen aufgesogen haben. Wir leben in einer Situation, wo zumindest materiell, denke ich, jeder von uns und die meisten in unserer Gesellschaft alles und mehr haben, als wir tatsächlich brauchen. Wir leben in einer Situation auch, wo zumindest die Tradition des Westens mit dem Glauben verbunden ist, wir, der weiße Mann, sind bedeutend. Wir bringen die Kultur, die Zivilisation. Man mag das heute zwar kritisieren, aber wie geht es uns, wenn wir ehrlich sind, in tieferen Schichten? Gibt es da nicht noch immer einen gewissen Dünkel oder eine gewisse Überlegenheit, dass wir halt zu dieser Gesellschaft, zu diesem Land gehören, zu dieser Rasse, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir mehr sind, vielleicht intelligenter, ich weiß nicht was alles. Also groß und reich zu sein, entspricht gewissermaßen einer Tendenz, die man im Westen sehr stark verbreitet ist, für die wir uns heute allerdings manchmal auch geißeln. Wir sagen, das ist nicht gut, wir sollten bescheidener werden. Wir sollten uns nicht so überlegen dürfen. Die anderen Kulturen, die anderen Rassen sind genauso viel wert wie wir und so weiter. Das heißt, wir versuchen durchaus in vieler Hinsicht unsere Tradition des Reichtums und der Größe gleich Macht zu hinterfragen und vielleicht auch zu überwinden. Nur Ratnasambhava hat eine ganz andere Antwort darauf gebracht. Er sagt,
Es ist völlig okay, wenn du dich für überragend hältst. Fantastisch. Genau das ist deine Chance. Wer sich überragend verhält, oder wer sich für überragend hält, der hat den Keim zu wahrer Größe schon in sich. Sei stolz. Bild dir etwas ein. Nur, gib diesem Stolz eine echte Basis. Entwickle den Buddha-Stolz und nicht bloß schnöde Menscheneitelkeit. Mach ernst mit deinem Anspruch, fantastisch und großartig, einzigartig, individuell, etwas ganz Besonderes zu sein. Deinen Weg zu gehen. Mach ernst damit. Tu's. Gib deinem Stolz, gib deiner Überheblichkeit, gib deiner Überlegenheit, deiner Arroganz oder was es auch sein mag, die Basis wahren Reichtums. Und es ist ein Reichtum des Seins und nicht ein Reichtum des Besitzens, nicht des Habens. Finde den Reichtum, der gewissermaßen der Überfluss, das Übersprühen von Lebendigkeit ist. Ein Reichtum, der nicht erstarrt ist, der nicht fixiert ist im Festhalten an irgendwelchen vermeintlichen, eingebildeten Besitztümern, ganz egal, ob es ideelle Besitztümer sind oder der Besitz meiner guten Qualitäten, der Besitz meiner Spiritualität oder was es auch immer sein mag. Finde den Reichtum tatsächlich im Leben, im Spüren, im Gewahrsein dessen, was ist. Und finde darin auch wahre Größe. In einem besonderen Bild der buddhistischen Tradition, im Mandala der fünf Buddhas oder Mandala der fünf Jinas, wird Ratnasambhava direkt mit der Welt der Menschen konfrontiert. Das heißt, er entspricht den Menschen auf eine ganz exemplarische, direkte Weise. Ratnasambhava, könnte man sagen, ist der Buddha der Menschenwelt. Nun, wir Menschen zeichnen uns vielleicht vor allem dadurch aus, dass wir über das verfügen, was man reflexive Bewusstheit, Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass wir erleben. Wir wissen, dass wir das wissen. Wir spüren, erleben, denken uns selber als Verursacher unserer Handlungen. Wir können unser eigenes Leben entwerfen. Wir wissen, dass wir so oder auch anders sein können. Das heißt, wir können wählen. Und direkt mit dieser Struktur von Reflexivität ist verbunden, dass wir auch einen Sinn, ein Gefühl für Zeit haben. Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir zurückblicken können, eine Zukunft, in die wir vorausschauen können und eine Gegenwart, die uns immer wieder entflieht, die nie greifbar ist, die uns immer nur als Vergangenheit gegenständlich wird. Nun, wir können in die Zukunft vorausschauen und es macht uns Angst, denn wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur, dass etwas kommt. Wir können uns sorgen. Wir können etwas befürchten. Wir können wünschen. Und weil wir wünschen, weil wir befürchten, weil wir für die Zukunft etwas wollen, weil wir uns sorgen, treffen wir Vorsorge. Vorsorge treffen wir dadurch, dass wir Dinge sammeln. Zum Beispiel Dinge sammeln, sicherstellen, dass wir auch morgen und übermorgen und später ein Haus haben, eine Bleibe, Nahrung, Kleidung, all das, was wir für den täglichen Bedarf benötigen. Auch all das, was wir für unsere Unterhaltung, für unsere Ablenkung benötigen. Aber wir sammeln nicht nur Dinge, nicht nur Materielles an. Wir sammeln genauso geistige Qualitäten an. Geistige in einem ganz allgemeinen Sinn. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir eine Ausbildung machen, einen Beruf erlernen, ist zu einem ganz großen Teil nichts anderes als ein Ausdruck oder als eine Antwort auf unsere Angst, auf unsere Zukunftsangst. Weil wir wissen nicht, ob wir morgen mit dem, was wir heute können, in der Lage sein werden, unser Leben zu sichern. Das ist nichts Schlechtes, ist auch an sich nichts Gutes, es ist einfach so. Als Menschen steht uns eine Zukunft bevor und wir wissen, dass wir diese Zukunft bewältigen oder leben müssen. Und aus dieser Vorsorge, aus dem, was wir anhäufen, an materiellen oder ideellen Dingen für unsere Zukunft, entsteht ein gewisser Reichtum. Und die Tatsache, dass wir anhäufen können, dass wir in dieser Weise sammeln können, schließt es schon in sich ein, dass wir das auch im Übermaß tun können. Wir können viel, viel mehr sammeln, als wir brauchen. Viel mehr, als für unser Überleben nötig ist. Viel mehr an Qualitäten gewissermaßen, an Können, an Fähigkeiten entwickeln, als wir tatsächlich benötigen, um das Leben zu leben. Aber wir glauben, aus diesem angehäuften Besitz, aus diesem angehäuften Reichtum eine gewisse Sicherheit zu finden. Wir machen uns weniger Angst, denn wir haben vorgesorgt.
Die Zukunft werden wir schon meistern. Nur handelt es sich um eine Pseudosicherheit. Eine Sicherheit, die wir nur um den Preis bekommen, dass wir gleichzeitig erstarren. Der Besitz beginnt uns einzuengen. Der Besitz beginnt uns zu bedrücken. Wir müssen dort bleiben, wo unser Besitz ist. Weil, insbesondere gilt das für materielle Dinge, der ist nicht so beweglich. Wir können den nicht schnell in ein kleines Täschchen mitnehmen und überall. Und jeder, der einen Umzug gemacht hat, hat sicherlich diese Schwierigkeiten schon mal kennengelernt. Und auch die Plage, die damit verbunden sein kann, viel zu besitzen. Aber obwohl wir unsere ideellen Vermögen leichter transportieren können, werden sie uns manchmal auch zum Hindernis. Denn wir merken, dass wir damit ganz bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Einstellungen entwickelt haben, von denen wir irgendwie wissen, die werden der Realität nicht mehr ganz recht. Aber noch immer ist diese Tendenz zu kontrollieren, Dinge sicherzustellen, genau Bescheid wissen zu wollen, da und hinderlich. Es blockiert unsere Kommunikation. Auch hier sind wir erstarrt und schleppen uns gewissermaßen als ein etwas angegrautes Skelett, das in irgendeiner Vergangenheit entstanden ist, weiter mit durchs Leben. Wir Menschen, gewissermaßen auf der Basis dieses fantastischen Vermögens der Reflexivität, des Selbstbewusstseins, sind in der Gefahr zu erstarren im Reichtum des Besitzens. Unsere Vorsorge hat sich gegen uns gewendet. Ratnasambhavas Weg dagegen, Ratnasambhavas Aussage ist, du kannst sicher sein durch bloßes Sein. Im Sein, im Erleben, im unmittelbaren Gewahrsein, dort liegt echter Reichtum. Dort liegt das Vermögen, die Fähigkeit, jederzeit genau das zu tun, was richtig, was nötig ist, was dein eigenes Leben sichert, ebenso wie das Leben aller anderen. Reichtum ist nicht zu finden im Anhäufen und Erstarren irgendwelcher Dinge, sondern Reichtum ist nur zu finden in dem Ausmaß, wie deine Energie immer freier, immer spontaner, immer ungehinderter fließt und dadurch alle Grenzen zwischen dir selbst und dem, was außer dir ist, verfließen und verschwinden. Der Fels in dem indianischen Gedicht besingt genau diesen Reichtum des Lebens, diesen Reichtum des Seins, der aus dem Bewusstsein, aus dem Gewahrsein der Verwandtschaft mit allen Dingen, mit dem ganzen Universum wächst. Und diesen Reichtum, der deshalb, weil er in dieser Verwandtschaft wächst, auch unzerstörbar ist. Wir, denke ich, finden diesen Reichtum sehr selten, vielleicht manchmal. Vielleicht hat jeder von uns irgendwann Momente erlebt, in denen vielleicht eine Ahnung, vielleicht ein Wissen um diese Verbundenheit, um diesen Zusammenhang zwischen allem vorhanden war. Vielleicht Momente, in denen wir völlig still aufgingen in dem, was wir taten, in dem, was wir sahen, was wir erlebten oder womit wir beschäftigt waren. In dem nicht ständig diese Maschine in unserem Gehirn rotierte und sagte, das hast du gut gemacht, mach das jetzt so und so weiter. Indem die Kommandozentrale für eine Weile abgestellt war und wir einfach erlebten, unmittelbar in dem waren, was wir taten. Momente, in denen es kein Ich gab, in denen es auch nichts anderes gab, sondern in denen wir einfach waren. Vielleicht erleben wir manchmal auch solche Momente in der Begegnung mit anderen Menschen. Wenn es uns gelingt, nicht ständig, vielleicht in subtiler oder in so grober Form, wie ich es beschreibe, zu sagen, was ist da für mich drin? Was mag sie oder er von mir denken? Wie kriege ich das, was ich haben will? Wie finde ich die andere Person? Was glaubt sie von mir? Sondern Momente, in denen uns gelingt, uns tatsächlich einzufühlen in den anderen Menschen. Gewissermaßen aus seiner Perspektive, aus seinen Schuhen heraus, wenn man so will, in der Welt zu stehen und zu erleben. Sein Leiden, seine Freude, seine Hoffnung, seine Wünsche als unsere eigenen zu spüren, völlig ungetrennt von uns. Nicht mehr mit der Aussage, okay, das bist du, das ist dein Problem, damit musst du klarkommen, dafür bist du selbst verantwortlich, sondern Momente, in denen wir spüren, ich bin genauso verantwortlich für das Glück aller anderen wie für mein eigenes. Das Leiden, die Freude anderer sind meine eigenen. Ich erlebe das sehr, sehr selten, wenn überhaupt jemals in Vollkommenheit. Ich habe den Eindruck, es ist ein großer Wunsch, ich möchte dahin. Aber ich erlebe mich als sehr, sehr weit davon entfernt. Wir haben jederzeit, in jedem Moment unseres Lebens die Möglichkeit zu wählen, zwischen dem Reichtum des Besitzens
der mit Abgrenzung, mit Isolation, mit Festigkeit, mit Härte, mit Macht, mit Erstarrung, mit Tod verbunden ist, und dem Reichtum des Seins, der mit Fließen, Verbundenheit, Lebendigkeit, Genießen, Freude, Gewahrsein verbunden ist. Wir können uns in jedem Moment entscheiden, ob wir die Welt selbstbezogen, auf uns orientiert, selektiv wahrnehmen, Ausschnitte machen, hier abgrenzen, da abgrenzen, alles auf uns selber beziehen, oder ob wir im Gewahrsein uns selbst gewissermaßen vergessen, einschließen, uns öffnen wirklich für die andere Person oder für das Ding, dem wir gegenüber sind, und auf diese Weise uns selbst und das andere, Subjekt und Objekt, miteinander verschmelzen lassen. Nur ein solches Gewahrsein ist auch Lieben. Lieben ist auf die selektive, selbstbezogene Weise nicht möglich. Und ich denke, jeder und jede möchte lieben. Ein anderer Indianer sagte, solange wir nicht die ganze Schöpfung lieben, werden wir überhaupt nichts lieben. Und diejenigen von euch, die die Metta Bhavana, eine der Meditationen, die wir hier immer wieder üben, kennengelernt haben, werden, denke ich, auch ein Stück davon spüren, wie begrenzt unsere Fähigkeit zu lieben bisher ist, aber auch wie einladend, wie großartig die Perspektiven, die Möglichkeiten sind, die entstehen, wenn wir ein Stück mehr zu lieben lernen. Ratnasambhavas Weisheit und zugleich seine Liebe ist die Weisheit der Wesensgleichheit. Diese Weisheit, dieses Erkennen, diese Klarsicht sieht in allen Dingen, in allen Wesen das Potenzial zu wachsen. Sie sieht überall und genießt überall den Keim zur Erleuchtung, die Möglichkeit zur Erleuchtung. Und diese Weisheit äußert sich ganz aktiv. Sie ist tätig. Es ist nicht nur einfach ein beschauendes Genießen, ja wunderschön, auch du kannst Erleuchtung erlangen, mach mal. Sondern es ist eine Weisheit, die aktiv wird, die genau das gibt, was benötigt wird, die hilft. Weil sie im Problem die Chancen nutzt und fördert, weil sie in der Gefangenschaft den Weg herausführt, den Weg heraussieht und herausführt, weil sie im Leiden die Möglichkeit zur Gesundung, zum Heilwerden erkennt und weil sie selbst im Hässlichen das Schöne sieht. Ratnasambhava nimmt das alles an. Er sagt ja dazu, das ist in Ordnung, das ist wunderbar, genau darin liegt deine Chance. Dies kannst du tun, jenes kannst du tun. Das heißt, Ratnasambhava, anders als wir so oft, akzeptiert unsere Probleme, akzeptiert unser Gefangensein, akzeptiert unser Leiden, akzeptiert unsere Kleinheit, unsere Hässlichkeit, unsere Mängel, unsere Fehler. Und wir können Ratnasambhavas Weg und Ratnasambhavas Reichtum nur dann gewinnen, wenn auch wir uns selbst mit all unseren Fehlern und Schattenseiten, so wie wir jetzt sind, akzeptieren und sagen, okay, so bin ich. Und wenn wir genauso alle anderen, mit denen wir zu tun haben, mit ihren Fehlern und Schattenseiten akzeptieren und sagen, so bist du. Und wenn wir das tun, in einer Perspektive, in einem Wissen, dass wir darüber hinauswachsen können, dass es weitergeht. Nicht einfach, okay, so bist du, ist in Ordnung, bleib so, sondern darin ist eine wahnsinnige Chance. Ja? Egal, ob du zornig bist, egal, ob du gemein bist, egal, ob du stolz bist, egal, ob du knickrig bist, das ist in Ordnung. Darin ist der Keim der Buddhaschaft. Darin ist gewissermaßen das Fantastischste, was ich überhaupt entwickeln kann. Damit kannst du arbeiten. Tu nicht so, als ob es alles ganz anders wäre. Aber vielleicht setzen genau da unsere Schwierigkeiten ein, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich nicht so sein. Und intellektuell mögen wir ja durchaus bereit sein und sagen, okay, ja, ich will mich akzeptieren, mich vielleicht eher als dich. Aber geben, okay, ich gebe mir was, ich gebe dir hin und wieder was, wenn du mir was gibst. Ja? Wir haben durchaus, sehen durchaus den Wert in diesen Veranstaltungen sozusagen, aber haben wir nicht, wenn wir ehrlich sind, schon genug und vielleicht zu viel mit uns selbst zu tun? Sind wir nicht eigentlich doch ziemlich arm? Wissen wir nicht, dass wir zwar eine Menge Dinge besitzen mögen, aber im Grunde sind wir dessen schon längst überdrüssig, leiden an dem Überfluss, wissen manchmal gar nicht, wohin damit. Und ist da nicht vor allem unser psychisches Leiden, unsere Einsamkeit und Isolation
unser mangelndes Selbstvertrauen, die Verzweiflung manchmal, die Orientierungslosigkeit und manchmal diese stille, aber so tiefe Wut, dieser Zorn, dieser Wunsch, den wir gelegentlich spüren und schnell wieder wegdrücken, alles zu zerschlagen, raus, endlich. Ist das nicht auch da? Was können wir so arm schon geben? Haben wir denn überhaupt etwas? Um hierauf zu versuchen, eine Antwort zu finden, wenn wir das Element betrachten, das mit Vatnasambhava verbunden, das Element Erde. Die Erde ist ein ziemlich doppelgesichtiges Element. Zum einen ist sie geballte Energie, gewissermaßen aufgeladene, zusammengestauchte Wucht, wenn man will. Macht, komprimiert, unglaublich zusammengehalten, fest, solide, starr, ein Klotz, hart, gewaltig, bedrohlich. Wenn die Erde bebt, dann bleibt nicht viel erhalten. Die Erde ist zugleich die Quelle all unseres Reichtums. Wenn man so will, sie ist der fruchtbare Schoß, aus dem all unser Wohlstand gewachsen ist, egal welcher Art. All unser Überfluss kommt aus der Erde. Wir können, wenn wir die Erde, wenn wir in der Erde Ratnasambhavas Element sehen, sie betrachten als gewissermaßen den Ton, den Lehm, aus dem wir all das formen können, aus dem wir all das kneten können, den wir bearbeiten und formen können und gestalten zu einem Gefäß, zu einem wunderschönen Gefäß, zu einem mit Juwelen, mit reichen Verzierungen geschmückten Gefäß, aus dem all der Reichtum fließt, in dem all der Reichtum enthalten ist und aus dem all der Reichtum fließt, den wir mit der Welt teilen. Die Erde birgt in ihrer Tiefe Juwelen. Manche davon sind unter immensem Druck entstanden. Die Macht, die Solidität, das Harte ist etwa für das Entstehen von Diamanten unerlässlich. Kein Diamant gäbe es, wenn nicht die Erde derartig aufgeballte Macht wäre. So wie die Erde in ihrer Tiefe Diamanten und Juwelen birgt, so hält Ratnasambhava in seinem Schoß, und ich denke, es ist nicht von ungefähr, dass es in seinem Schoß hält, ein wunderschönes Juwel. Und auch dieses Juwel ist symbolisch mit der Erde verbunden. Es ist gewissermaßen die Verwandlung all unserer triebhaften, gewaltigen Energien, all unserer eingeschränkten Energien, mit denen wir in diese Welt kommen, und diese Verwandlung, die Verwandlung dieser Energien in völlig freie, schöpferische Aktivität. Diese Energien, statt kanalisiert zu sein, statt nur in eine Richtung zu gehen, statt zuzuschlagen, strahlen aus, wie die Strahlen von dem Juwel in alle Richtungen gehen. Unsere Einsamkeit also, unser mangelndes Selbstvertrauen, unsere Orientierungslosigkeit, der Zorn, den wir spüren, die Verzweiflung oder auch unsere Arroganz sind nicht schlecht. Sie sind einfach das Ausgangsmaterial, mit dem wir arbeiten können. So sind wir jetzt und von hier aus kann es weitergehen. Wir brauchen sie bloß in eine Perspektive von Entwicklung hineinzunehmen. Und schon verändert sich unser Leben. Es hat keinen Sinn abzuschneiden, es hat keinen Sinn zu verweigern, so zu tun, als ob es nicht da wäre. Unsere Einsamkeit und all diese Dinge, an denen wir oft so leiden, sind Juwelen. Sie sind nur bedeckt unter einer Kruste, unter einer Schicht von Staub und Schlamm, der sich vielleicht in Jahren, Jahrhunderten vielleicht in Jahrmillionen, angesammelt hat und uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt in diesem Augenblick sind. Wir können diesen Schlamm abnehmen. Wir können diese Kruste lösen. Und dann werden die Juwelen, dann wird der Glanz, dann wird das innere Leuchten wieder sichtbar werden. All das, was wir hassen, was wir nicht mögen an uns oder anderen, sind Juwelen in Indras Netz, in dem der ganze Kosmos zusammenhängt. Und das Einzige, was wir tun müssen, es ist simpel, gleichzeitig schwierig, ist selber in dieses Netz hineintreten. Aufhören, an unserer Isolation, an unseren Ideen, an unseren Wahn festzuhalten und einfach uns auf dieses Netz, auf andere Juwelen zubewegen. Sobald wir das tun, sobald wir den Schritt in dieses Netz hineinwagen, beginnt das Netz zu tanzen. Die Juwelen beginnen sich auf verschiedene Weise zu bewegen, weil jede Veränderung, die wir selber auslösen, bewegt alles andere um uns herum. Andere Juwelen beginnen zu funkeln und deren Funkeln durchdringt allmählich die Kruste auf unserem eigenen Juwel.
Wir merken, allmählich beginnen wir selbst zu leuchten und entdecken in dem Stolz, in der Verzweiflung, in der Einsamkeit die Möglichkeiten zur Befreiung. Nun, wie treten wir in Indras Netz hinein? Vielleicht ist das das, was wir am wenigsten gerne hören. In Indras Netz treten wir hinein, wenn wir anfangen zu geben. Der Beginn des Gebens, die Bereitschaft zu teilen, ist der Beginn unserer Begegnung mit der Welt, ist die Aufnahme einer echten Verbindung mit der Welt. Dann durchbrechen wir unsere Isolation, dann finden wir Selbstvertrauen und Orientierung. Wir werden milder, freudiger, unser Zorn legt sich und wird zu einem Genießen. Aber vielleicht haben wir Angst davor, denn, wie gesagt, immer noch ist das Gefühl ja da, dass wir arm sind, wir haben nichts zu geben, oder was können denn schon die anderen mit dem, was ich geben kann, anfangen? Habe ich denn selbst genug? Und vielleicht noch mehr, was bleibt für mich übrig, wenn ich gebe? Ich denke, diese Fragen sind ernst zu nehmen. Sie sind genauso Teil unserer Juwelennatur wie die Möglichkeit des Gebens selbst. Nur vielleicht gab es Momente, Situationen in unserem Leben, wo wir gegeben haben. Wo wir gegeben haben, nicht so sehr, weil wir denken, na ja, okay, wenn es denn sein muss. In dem Bewusstsein, ich gebe jetzt, ich tue etwas Gutes, ich bin nützlich für die anderen, sondern wo es ganz selbstverständlich war. Und in solchen Momenten werden wir immer die Erfahrung gemacht haben, dass Geben zugleich empfangen ist, zugleich erhalten, dass es überhaupt nicht zu trennen ist. Durch jeden Akt des Gebens werden wir reicher. Und wenn wir das Gefühl haben, ärmer zu werden, dann können wir sicher sein, dass wir nicht gegeben haben. Trotzdem mag es nützlich sein, auch damit zu geben, auch in dieser Weise zu geben. Aber es ist an diesem Punkt sicherlich gut, über einen Aspekt nachzudenken, der auch mit der Juwelenqualität von Ratnasambhava verbunden ist und mit seiner Großzügigkeit, seinem Geben. Es gibt ein Übermaß des Gebens, oder es gibt ein falsches Geben. Man kann Geben so weit betonen, dass Kommunikation unmöglich wird, dass Kommunikation blockiert wird. Wir können unseren Reichtum missbrauchen. Vielleicht eine der weit verbreitetsten Arten ist das zwanghafte Wohltätertum, was man manchmal findet. Unbedingt den anderen helfen wollen. Auf eine Weise, die den anderen überhaupt keine Möglichkeit gibt, selber sich daran zu beteiligen, zumindest, wohin es denn gehen soll. Vor ein paar Tagen erlebte ich ein Beispiel dafür in einer Spielsituation in einem Seminar. Wir machten also einige Rollenspiele und die Beteiligten führten ein Gespräch, wo einer als Führungskraft, der andere als Mitarbeiter, über mutmaßliche Alkoholprobleme redeten. Das heißt, die Führungskraft war der Überzeugung, der Mitarbeiter habe Alkoholprobleme. Und es war sehr, sehr deutlich spürbar, dass die Führungskraft wirklich helfen wollte. Dass die Führungskraft tatsächlich den Wunsch hatte, dass es diesem Mitarbeiter gut ging, dass er mit seinen Problemen zurechtkäme und seine Situation verändern könnte. Aber sie redete in einem solchen Ausmaß auf ihn ein, dass der andere überhaupt keine Chance hatte, während des ganzen Gesprächs überhaupt nur zu sagen, ob er denn Probleme damit hätte oder nicht. Diese Führungskraft stellte in einer Tour irgendwelche Fragen, beantwortete sie immer gleich auf vielfältige Weise selber. Und man sah es förmlich, wie der Gesprächspartner immer kleiner wurde, immer weniger wurde und überhaupt keinen Raum mehr fand, zu antworten, nichts empfangen konnte, nichts nehmen konnte. Und die Führungskraft, der die andere Rolle spielte, war am Ende echt frustriert, weil er sich doch so eingesetzt hatte, so viel gegeben hatte. Und dieser Typ, dieser undankbare andere, war nicht bereit, das anzunehmen. Was für eine mangelnde Offenheit. Ja? Und das mag vielleicht extrem sein, aber ich denke, jeder von uns, ich kann mich also sicherlich an Situationen von mir selber erinnern, wo ich überzeugt war, dass etwas Bestimmtes für eine andere Person gut war und ich ließ der anderen Person keine Chance, auch nur in irgendeiner Weise darauf zu antworten, sondern stülpte es gewissermaßen über sie, überschüttete sie mit all meinen Reichtümern und machte es auf genau diese Weise unmöglich, dass Geben überhaupt geschehen konnte und war am Ende herzlich frustriert. Also, diese Art des Gebens ist sicherlich nicht Ratnasambhavas Geben, sondern Geben kann nur geschehen, wenn ich auch bereit bin zu empfangen, zu nehmen. Geben setzt immer Gegenseitigkeit voraus.
Eine andere, vielleicht etwas verwandte Möglichkeit ist, den anderen mit dem Funkeln unseres Reichtums zu blenden. Gewissermaßen all unsere fantastischen, brillanten Eigenschaften zu exponieren, ein Feuerwerk unseres Geistes loszulassen in der angeblichen Haltung, den anderen zu unterstützen, ihm Hilfe zu geben. Oder auch unsere Bereitschaft, materielle Dinge zu geben, mit dem Hauptzweck zu zeigen, wie reich wir sind. Und wie toll es doch ist, dass wir das alles haben und geben können. Also auch diese Art des Gebens, indem wir gewissermaßen andere blenden mit unserem Reichtum und das ganze Geben benutzen, um uns noch ein Stück stolzer zu machen, um noch ein Stück überheblicher zu werden, auch dies verhindert Kommunikation. Es ist für den anderen immer mit einer Art Peinlichkeit oder auch gewissen Furcht verbunden, dann anzunehmen, weil der andere spürt selbstverständlich, dass in diesem Geben der Stolz des Gebers ein Hauptmotiv ist. Und er fragt sich, Moment, was nehme ich mit an, wenn ich diese Gabe nehme? Also auch diese Art Geben verhindert Kommunikation. Und es ist dabei ganz egal, ob es sich um materielle oder sogenannte ideelle oder spirituelle Gaben handelt. Schließlich eine dritte Art des Gebens, die zur Kommunikationsblockade führt, ist Geben, um zu kontrollieren. Geben, um Macht auszuüben. Geben, um eine Situation zu gängeln. Zu sagen, okay, ich gebe, damit du das und das machst. Vielleicht ist das eine der verbreitetsten Arten des Gebens auch innerhalb des Buddhismus. Wir wissen, in der buddhistischen Tradition werden Gaben an die Mönche als Feld des Verdienstes, als sehr, sehr wichtig angesehen. Mit diesen Gaben sind aber gewissermaßen unausgesprochen ganz klare Erwartungen verbunden. Ich gebe und du hältst dich an die Regeln. Und mit meiner Gabe habe ich den Anspruch, dass du die Regeln einhältst. Und wenn wir solche Erwartungen, egal wie sie mal ursprünglich begründet sein mochten, an unsere Gabe knüpfen. Ich gebe, damit hier das und das stattfindet. Ich gebe, damit du auf Retreat gehen kannst. Aber du musst auch auf Retreat gehen, du musst dort auch meditieren. Ich möchte dein Programm gerne sehen. Ja? Was es auch sein mag. Wenn wir diese Art von Bedingungen, wie her wir sie auch begründen mögen, an unser Geben knüpfen, haben wir uns selbst verraten und haben auch denjenigen, der empfängt, verraten. Weil wir wollen kontrollieren. Wir wollen die Macht über das halten, was der andere tut. Was also ist die Voraussetzung für echtes, für wirkliches Geben? Ich denke, zumindest eine wichtige Voraussetzung, und auch sie finden wir in Ratnasambhava, ist innere Stille, ist Gewahrsein und ein wirkliches Schätzen und eine Offenheit für das, was geschieht. Die Voraussetzung ist Meditation. Und Ratnasambhava, der zwar seine Hand ausgestreckt hat, um zu geben, Ratnasambhava, der all den Reichtum zeigt, den Juwel, in seinem funkelnden Strahlen, Ratnasambhava sitzt in der Haltung der Meditation. Sie drückt aus, dass er aus vollkommener Stille oder aus vollkommener Klarheit heraus seinen Reichtum teilt. Ratnasambhavas Geben geschieht dann, wenn wir zwischen uns selbst und demjenigen, den wir geben, keinen unauflöslichen Unterschied mehr erkennen. Wenn wir gewissermaßen so in den Empfänger versunken oder mit ihm verbunden sind, dass die Trennung zwischen uns selbst und ihm aufhört zu existieren. Dieses Geben geschieht dann, wenn wir uns wirklich auf eine andere Person einlassen und selbst durchlässig werden, selbst offen werden für unsere natürliche Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der ganzen Welt.